Hallo, hier ist Markus Rapp mit der Episode 7, Hochwachsen am Weinstock Jesus. Diese Episode ist inspiriert durch einen Vortrag von Rick Renner, eine Predigtreihe über Jesu Worte an die Gemeinde in Sardes. Wir finden das in Offenbarung 3, 1 bis 6. Und das hat mich so tief getroffen, weil es zeigt, was nötig ist, damit Christen und Gemeinden wachsen und maximale Frucht bringen und wirklich Gott verherrlichen und Städte und Nationen verändern. Und Sardes war die fünfte Gemeinde an einer Handelsstraße. Die erste Gemeinde war Ephesus, dann Smyrna, dann Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Und dort schreibt Jesus an den Engel der Gemeinde in Sardes. Interessant ist, dass der Engel Angelos ist Botschafter und das war der Pastor der Gemeinde. Darüber sind sich sehr viele Ausleger einig. Pastoren, Älteste, auch du und ich, wir sind Botschafter in dieser Welt, Botschafter in Christi Stadt. Das heißt, wenn du hörst, du bist ein Engel, dann ist da was Wahres dran. Pastoren sind Engel, Botschafter, Lichttürme sollen sie sein in der Finsternis, die den Weg Gottes lehren und weisen. Also an den Engel der Gemeinde, das war der Pastor der Gemeinde in Sardes. Es war eine unglaublich reiche Gemeinde, wo der bekannte König Krösus lebte, Krösus. Aber das nur am Rande. Und er sagt dort, ich kenne deine Werke, sagt Jesus. Du hast den Namen, du hast einen Ruf, das war mal alles fantastisch mit dir. Dein Leben war ein gewaltiger Ruf Gottes für mich. Du hattest einen Ruf, dass du viel Leben hast, aber heute bist du tot. Du bist nahe am Sterben und wenn du nicht aufwachst, wache auf und stärke das Übrige, das im Begriff war zu sterben. Und das Wort stärke das Übrige ist das Wort Sterizo. Und dieses Wort heißt stärken, befestigen, standhaft machen. Und das Gewaltige ist, dieses Wort Sterizo ist das Wort für einen Stock, für einen Weinstock, an dem die Reben hochwachsen können und an dem sie befestigt werden, damit sie hochwachsen und Frucht tragen können. Das ist also gewaltig. Er sagt also hier, befestige dich ganz neu an Jesus Christus, an der Wahrheit, damit du wieder zum Leben, zu der Lebensfülle kommst, weil dein geistliches Leben ist dabei zu sterben. Und wenn wir mal überlegen, in der heutigen Türkei ist das Christentum erstorben, dann Jahrhunderte später, und dieselbe Gefahr ist in allen Nationen, auch in Deutschland. Das Land der Reformation, heute ist der Osten gefüllt mit Atheismus und Heidentum, wo Martin Luther die Reformation begonnen hat. Das heißt, dieses Wort an die Gemeinde von Sardes ist heute relevant. Aber was ist dieser Stock? Ich möchte heute darauf zu sprechen kommen. Was ist der Stock, an dem du und ich uns hochranken sollen, damit wir wachsen in die Fülle Gottes? Das ist eine gewaltige Offenbarung. Dieser Stock ist Jesus. Ich will das mit dir einmal anschauen. In Johannes 15, 1 bis 8 sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ich bin der Stock, ihr seid die Reben. Ihr sollt hochwachsen an mir in die volle Reife der Söhne und Töchter Gottes. Das sagt er in Epheser 4, Verse 11 bis 14. Er hat Apostel, Propheten, Evangelisten, Lehrer gegeben, damit die Heiligen trainiert werden zum Werk des Dienstes, bis sie hochwachsen in die volle Reife Jesu Christi. Das heißt, Jesus ist der Weinstock. Der Vater ist der Weingärtner, der himmlische Vater. Er bewässert uns durch den Heiligen Geist. Und dann sagt er, jede Rebe, die an mir nicht Frucht bringt, die nimmt er weg, sagt Elberfelder. Das ist falsch übersetzt. Es heißt dort im griechischen Urtext, in dem das Neue Testament vom Hebräischen übersetzt wurde, er hebt die Rebe hoch, er bindet sie fest an Jesus, er hebt die Rebe hoch, damit die Nährstoffe hineinkommen, damit eine reife Traube mit viel Frucht in dir und mir entstehen kann. Das ist ein gewaltiges Bild und das sagt Jesus,
Er sagt, ich kenne deine Werke, du warst mal voller Leben, aber jetzt bist du am Sterben. Wache auf, tue Buße, denke um, ändere dein Verhalten, ändere dein Leben, folge Jesus nach, werde festgebunden am Weinstock, damit du überhaupt in die Berufung kommst, die ich für dich habe. Also wir sollen als Reben an Jesus hochwachsen. Wie geschieht das? Matthäus 4,17 sagt Jesus zu allen Menschen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist gekommen. Ich habe in Episode 6, glaube ich, gelehrt, was ist Buße nicht? Oder Episode 5. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Buße bedeutet Änderung unseres Denkens, unseres Sinnes, mit dem Ziel, dass unser Verhalten, unser ganzes Leben geändert wird, dass wir leben, wie Gott Vater es von uns will. Dass wir leben, wie Jesus es will, dass wir Jesu Jünger werden. Was war der Weinstock im Neuen Testament? Das war, dass Jesus zu Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, zu Petrus und Jakobus gesagt hat, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Jüngern machen. Jesus hat die Jünger in eine 3,5-jährige Bibelschule genommen. Der Weinstock ist Jesus. Die Bibelschule Jesu, die Jüngerschaftsschule. Jesus sagt in Matthäus 14,4, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also der Stock, der Weinstock ist Jesus. Jesus ist der Weg. Und dass wir am Weinstock hochwachsen, ist Jüngerschaftsschule. Dass wir befestigt werden, geschieht durch einen Jüngerschaftsprozess und das nennen wir auf Neudeutsch Bibelschule. Stell dir vor, wenn keine Bibelschule, keine Jüngerschaftsschule, kein Weinstock da ist, an dem du hochwachsen kannst, was passiert dann? Dann liegen die Weinreben im Dreck am Boden. Und das sehen wir in vielen Gemeinden, bei vielen Christen. Sie liegen regelrecht am Boden. Stell dir mal vor, da ist kein Stock, an dem du befestigt wirst, an dem du hochwachsen kannst. Kein Jüngerschaftsprozess, keine Bibelschule. Darum sage ich, jede Gemeinde muss ein Trainingszentrum des Dienstes werden. Jeder Christ, du und ich. Ich bin durch Bibelschule gegangen, mehrere. Durch Training, 3,5 Jahre in Los Angeles. Dann die ISDD Bibelschule. Eine der besten Praktiken, Best Practices, sagen Amerikaner, für Bibelschule in der Gemeinde. Warum liegen viele Christen am Boden? Wodurch passiert das, wenn keine Bibelschule und Jüngerschaft stattfindet? Dann kommt Unkraut und überwuchert die Reben. Was ist das Unkraut? Streitgespräche, Uneinigkeit. Hast du das in deiner Gemeinde erlebt? Spaltungen, Meinungen, Streit. In so vielen Gemeinden in Deutschland ist das der Fall. Was ist das? Fleisch. Das ist Unkraut, das Fleisch wuchert. Warum passieren so viele Spaltungen? Pastoren werden von Ältesten und Gemeinden rausgeschmissen. Was ist das? Fleisch. Es ist das Gegenteil vom Leben im Geist, in den Früchten des Geistes, im Geist Jesu Christi. Warum passiert das? Weil keine Jüngerschaft in der Gemeinde stattgefunden hat. Denk einmal darüber nach. Wenn die Reben nicht befestigt sind an Jesus, dann fallen sie in die Fallen der Listen des Teufels. Ungeziefer kommen, Käfer kommen, fressen an den Reben, die am Boden liegen. Und der Feind hat ein leichtes Spiel. Das ist so gewaltig. Das sagte Jesus, als er die Werke der Gemeinde Sardis untersuchte. Er sagt, stärkt das Übrige, befestigt es wieder an mir, an dem Weinstock, sonst kommt der Teufel und er tötet euch. Und das bedeutet in den Worten im Griechischen, es wird das Ende eurer Gemeinde sein, das Ende des Kapitels. Es wird getötet und abgetrieben und abgeschlossen. Das ist so gewaltig. Wo sehen wir den Weinstock nach Pfingsten? Pfingsten predigte Petrus in der Pfingstpredigt, tut Buße, glaubt an das Evangelium und tut Buße und nehmt Jesus Christus an. Und dann sagt er, ich will das mal ganz kurz aufschlagen, also er sagt, ändert euer Denken, tut Buße zur Vergebung der Sünden
und lasst euch taufen, damit ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangt. Und dann lesen wir, 3000 kamen zum Glauben an Jesus. Und in Apostelgeschichte 2, 42 nach Pfingsten, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel. Halleluja! Eine Bibelschule wurde aufgerichtet. Die Lehre der Apostel kam vom Weinstock Jesus. Der Weinstock wurde aufgerichtet und die Jüngergemeinde, die 3000, wuchsen hinauf in der Lehre der Apostel in die Reife. Sie wurden trainiert, die Kranken zu heilen, Dämonen auszutreiben, die Werke Jesu zu tun. Es war eine Gemeinde gelehrt durch die Apostel. In Apostelgeschichte 6, 7 kam Verfolgung, die Christen wurden zerstreut. Was taten sie? Sie predigten und lehrten und gründeten Gemeinden. Warum konnten sie das tun? Weil sie in die Bibelschule der Apostel jeden Tag gegangen waren. In Apostelgeschichte 19, im Dienst von dem Apostel Paulus, lesen wir, dass er Buße predigte. Er sagte, tut Buße. Ja? Und dann empfangt den Heiligen Geist in Apostelgeschichte 19, 1 bis 7. Und dann lesen wir in 8 bis 10, 19, 8 bis 10, er gründete eine Bibelschule in der Schule von Tyrannus. Das war in der Stadt Ephesus. Das wurde die größte Gemeinde der damaligen Welt. Timotheus wurde später der Bischof. Und dort hat er 2 Jahre alle Jünger gesammelt aus ganz Kleinasien. Er hat sie trainiert in der Lehre Jesu Christi, in Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, in der Lehre der Apostel. Und sie wurden starke Pastoren, Gemeindegründer und Evangelisten. Sie wuchsen in Christus hoch in die volle Reife in der Bibelschule des Tyrannus, wo Paulus täglich lehrte. Und er sandte sie aus nach ganz Kleinasien in alle Städte und Dörfer. Und sie erfüllten ganz Kleinasien mit dem Evangelium Jesu Christi. Und da sind die 7 Gemeinden aus Offenbarung 2 und 3. Und die ganz Europa wurde dann erfüllt mit dem Evangelium Jesu Christi. Der Schlüssel war Bibelschule. Das war eine der Schwächen der Reformation von Martin Luther. Dass die Pastoren kaum Lehre hatten, sie hatten keine Bibelschulen. Und so kamen Irrlehren rein, die Pastoren waren schwach, viele wussten gar nicht, wie man predigen und lehren soll. Und die lutherische Reformation verlief sich über die nächsten Jahrhunderte im Sande. Und heute sehen wir, dass der Ostdeutschland besiegt ist, wie heute die Türkei, wo der Islam regiert, regiert heute in Ostdeutschland. Der Atheismus, das Heidentum. Wenn wir das zurückgewinnen wollen, ihr Lieben, dann muss jede Gemeinde einen Jüngerschaftstrainingsprozess haben, eine Bibelschule, weil Jesus hat das Vorbild gegeben. 3,5 Jahre hat er eine Reisebibelschule, hat die 12 Apostel gelehrt. In Apostelgeschichte 2 war eine Bibelschule, in Apostelgeschichte 19. Die ISCD-Bibelschule.de ist die führende multimediale Bibelschule der Welt in über 70 Sprachen. Du kannst jede andere Bibelschule nehmen, wenn du was Besseres oder was anderes findest. Wichtig ist, Gemeinden brauchen apostolische gesalbte Lehre, damit sie hochwachsen können in Christus, damit alles Fleisch besiegt wird, die Listen des Teufels durchschaut werden und damit Gemeinden geistlich werden und damit sie wachsen und expandieren können. Ich schließe mit einem Wort aus Jesaja 54, 1 bis 3. Dort sagt der Prophet Jesaja, erweitert eure Zelte und so weit ihr könnt, ohne zu sparen. Gott hat Pläne der Expansion für Deutschland, für deine Stadt, für deine Region. Ich bin Teil des Bundes Freier Pfingstgemeinden geworden mit Christus für Europa, der ISCD Bibelschule. Wir wollen helfen, hunderte und tausende Gemeinden zu gründen. Dafür brauchen wir Bibelschulen in jeder Gemeinde, weil Gott will Erntearbeiter, Leiter, Prediger, Gemeindegründer trainieren. Und auch christliche Unternehmer und Leute, die Dienste aufbauen. Aber wenn du expandieren willst, wie Jesaja 54, 1 bis 3 sagt, sagt der Prophet, stecke die Pflöcke fest. Das ist das gleiche Wort. Werde fest, werde befestigt. Jesus ist unsere Festigkeit. Er ist der Weinstock. Er sagt, ohne mich in Johannes 15 könnt ihr nichts tun. Das heißt, wir müssen vom Weinstock Jesus
Jünger werden, die alles von ihm lernen. Und wenn die Flöcke fest sind, dann kann das Zelt deines Dienstes durch keinen Sturm, durch keine List des Teufels entwurzelt werden. Du wirst die Werke der Finsternis zerstören, den Teufel tyrannisieren und die Gemeinde wird wachsen, befestigt in Jesus Christus, trainiert im Dienst und in allen Gaben des Heiligen Geistes. Danke, dass du dieses Video geschaut hast. Sei reich gesegnet. Und lass uns Buße tun, wo wir Training und Bibelschule nicht ernst genommen haben. Es gibt für keinen Christen eine Ausrede. Die weisen Jungfrauen aus Matthäus 25, 1 bis 9 kaufen Öl. Dieses Öl kommt durch Jüngerschaft im Wort Gottes. Und dann kommt das Salböl des Heiligen Geistes auf dein Leben. Wenn du im Wort bleibst, sagt Jesus, wirst du wahrhaft mein Jünger sein. Und dafür brauchst du apostolische Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer, die wir in der ISCD Bibelschule haben, um trainiert zu werden in allen Segnungen, in allen Berufungen Gottes. Und Gott wird dir seinen Plan, seine Berufung in seinem Reich zeigen. Gott segne dich reichlich und ich freue mich von dir zu hören. Abonniere auch gerne meinen YouTube-Kanal. Ich freue mich von dir zu hören. Amen.